Hola, buenas tardes. Aquí desde Bucacción con Alejandro Bucabey. Estamos en Innsbruck, en Austria, y tengo el placer de invitar a otra persona muy interesante, una escritora joven de Südtirol, de Alto Adige en italiano, de una parte del norte de Italia, que es una escritora que se llama Tanja Reich y la que ahora en este momento se encuentra en Viena, la capital de este bello país de Austria. Vamos a hablar de ella acerca de ciertos puntos, acerca de ciertos temas, también del escribir, de los libros que la influyeron a ella y sobre muchos otros temas más. Ahora vamos a cambiar el alemán, después tendremos también subtítulos. So, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Das ist jetzt auf Deutsch, keine Angst, nicht auf Spanisch. Wir dürfen heute ein bisschen mit Tanja Reich reden. Tanja Reich kommt aus Südtirol. Sie ist eine junge Schriftstellerin und lebt derzeit in Wien, der Hauptstadt Österreichs. Und wir begrüßen dich recht herzlich, Tanja. Ich hoffe, es geht dir gut jetzt während dieser Covid-19-Krise. Wie verbringst du die Zeit momentan in Wien? Hola, buenas tardes. Oh. Ja, ich bin, ja, mehr kann ich nicht auf Spanisch, nur ganz wenig. Ja, ich bin eigentlich viel in meiner Wohnung tatsächlich und gehe halt manchmal raus, versuche zu schreiben, lese sehr viel, koche Gutes, auch Tacos, Camarón. Und ja, ich versuche die Zeit irgendwie so gut wie möglich zu nutzen. Um positiv zu bleiben. Ja, wie lange bist du denn schon sozusagen in dieser Quarantäne? Auch ein Monat oder? Ja, genau. Also seit, also ich arbeite normalerweise in einem Verlag und bin eigentlich sonst im Büro. Bin jetzt im Homeoffice beziehungsweise in Kurzarbeit und ja, bin jetzt seit fast, ja, über einem Monat eigentlich zu Hause. Zu Hause? Was ist denn, wie fühlst du dich? Du bist ja aus Südtirol, oder? Richtig? Genau, ja. Genau. Das ist, ja? Ich bin seit 14 Jahren in Wien und das ist mein Zuhause. Ah, du bist schon seit 14 Jahren in Wien, wow. Okay. Ja. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, so in deine eigene Biografie, wann hast du denn mit diesem Schreiben begonnen? Wann war denn das so mehr als nur Tagebuchschreiben oder also wo du es vielleicht etwas seriöser gesehen hast, das Schreiben? Oder wie war denn dein Entwicklungsprozess bei dir? Ja, also so Tagebuch habe ich eigentlich nie wirklich geschrieben. Also ich habe immer was angefangen und habe dann zwei Seiten geschrieben und habe es dann irgendwo liegen lassen. Ich habe dann eigentlich mit 14 so begonnen und ich habe Gedichte abgeschrieben. Also eigentlich hat es damit begonnen, dass ich wirklich aus diesen Bravo Girls und so eigentlich wirklich diese ganz kitschigen Liebesgedichte abgeschrieben habe. Und irgendwann habe ich begonnen, neue zu schreiben, eigene zu schreiben. Und dann war es aber hauptsächlich die Schule. Also wir haben dann durchaus Aufgaben bekommen, Gedichte zu schreiben. Und meine Lehrer und Lehrerinnen, die fanden das dann gut und haben mich da unterstützt. Also die erste Lehrerin, die hat ein Gedicht über einen Vogel von mir so großartig gefunden. Und da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht kann ich etwas, was ja irgendwie andere berührt oder vielleicht sollte ich das weiterverfolgen und habe dann eigentlich immer wieder Gedichte geschrieben und Aufsätze, Kurzgeschichten in der Schule und dann eigene zu Hause. Okay, und warst du dir da schon sicher, dass du da mehr Zeit, Energie investieren wolltest? Also wahrscheinlich hast du das ja schon mit Interesse gemacht. Also ich will jetzt nicht sagen genossen, aber es war halt etwas, das dir gefallen hat, oder? Das dir Sinn gegeben hat. Ja, ich glaube, also bei mir war es jetzt so, dass ich als Kind irgendwie angefangen habe, viel zu lesen. Also schon wann war das ungefähr? In der Volksschule, obwohl bei mir zu Hause gab es eigentlich nicht so viele Bücher. Also es war dann schon, dass ich durch die Schule viel zum Lesen gekommen bin und in der Bibliothek alles ausgeborgt habe, die ganzen Kinder- und Jugendbücher. Also ich habe alles ausgeborgt, alles gelesen, was es dort gab. Und dann habe ich irgendwann begonnen, mich in die Belletristik vorzuarbeiten, also in die Erwachsenenliteratur. Und ich habe mir da so eine kleine Welt gezimmert, also mit der Lektüre und dann auch mit dem Schreiben. Das hat mich irgendwie abgekapselt. Das war so mein eigener, ja, ich war wirklich eine eigene Welt irgendwie, wo ich abgetaucht bin, wenn es in der Schule irgendwie mühsam war oder andere Dinge schwierig waren. Und gibt es da Lektüren, die dich sehr beeinflusst haben oder die dich so orientiert haben, wo du sagst,
So, das war jetzt ein Wegweiser oder das war jetzt ziemlich prägnant, markierend in meinem Schreibprozess? Also, oder Autoren allgemein? Oder ja, also, wenn ich jetzt ganz an den Anfang denke, waren halt, hat mich alles beeindruckt. Also wirklich, ich habe dann begonnen mit Shakespeare und so Dinge, weil das waren halt die Sachen, die man kannte, Romeo und Julia und so Sachen. Und dann habe ich mich halt vorgearbeitet und habe halt auch, ich habe dann tatsächlich Bücher gelesen und wenn dort Bücher vorgekommen sind, habe ich die rausgeschrieben und habe die dann auch gelesen. So bin ich dann irgendwie zu meinen Büchern gekommen oder Empfehlungen von den Lehrern wieder. Und da war dann halt Franz Kafka. Ich weiß nicht mehr, wie ich dann auf Kafka gestoßen bin, vielleicht wirklich durch die Schule. Und der hat mich total beeindruckt. Also das war wirklich so, wow. Die Verwandlung oder der Prozess oder Amerika oder was für ein Buch, kannst du dich erinnern? Vielleicht war es die Verwandlung tatsächlich und dann die Kurzgeschichten. Und ja, und das war aber dann schon mit 16 ungefähr, würde ich sagen. Ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, was ich in welchem Alter gelesen habe, aber das muss dann so mit 16 gewesen sein, wo ich dann auch begonnen habe, ernsthafter zu schreiben. Also ich habe dann auch in Online-Foren publiziert und wirklich angefangen, mir da auch Feedback einzuholen und mich weiterzuentwickeln. Also würdest du sagen, dieses Feedback einholen und dieses Vielschreiben für Online-Plattformen, die du erwähnt hast, für Zeitschriften, für und so weiter, hat dich das weitergebracht? Ich habe da begonnen, also da gab es damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit den Foren, aber da gab es einige Plattformen und ich hatte so 2, 3 Gedichte, die fand ich ganz, ganz großartig. Also ich habe mir gedacht, wow, da werden jetzt die Leute sagen, das ist das Beste der Welt und was weiß ich. Also ich habe mir wirklich irgendwie total positives Feedback erwartet und die haben mich einfach zerschlagen. Die haben gesagt, was ist das für ein Schrott und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das nicht. Und okay, scheiße, okay, ich bin noch ganz am Anfang. Und dann habe ich angefangen, mich irgendwie ernsthafter damit zu befassen, Metrik und all diese Dinge. Und ich habe dann wirklich jeden Tag 1 bis 3 Gedichte, glaube ich, online gestellt, habe dann Feedback bekommen, dann habe ich die wieder überarbeitet und neu reingestellt. Und irgendwann hatte ich so einen kleinen Fanclub und ich hatte dann wirklich positives Feedback und dann schon auch immer Kritikpunkte, die habe ich mir wieder zu Herzen genommen. Und so habe ich dann dort vor allem halt mit Lyrik gearbeitet. Und es gibt einige, die ich tatsächlich noch kenne und die jetzt auch einen Weg in den Buchmarkt auch gefunden haben. Aber mit manchen habe ich keinen Kontakt mehr. Jetzt weiß ich auch gar nicht, was aus denen geworden ist oder wie die mit Realnamen heißen. Aber das war für mich sehr wichtig, diese Forenerfahrung. Und die Zeitschriften kamen erst viel später. Also das war ja dann noch einmal ein Step, der dann weit weg lag. Also diese Foren war ja die eine Sache, aber die Zeitschriften haben mich dann natürlich alle abgelehnt zuerst. Aber dann war das schon sehr hilfreich sozusagen, oder? Für deinen Prozess, weil du ja dich dann immer wieder angepasst hast. Du hast nicht aufgegeben sozusagen. Du hast dann weitergesucht, wie du es verbessern kannst. Und sozusagen kommt man dann zum ersten Buch, oder? Das ist halt jetzt 17, 18 Jahre her. Das hat sehr lange gedauert. Du bist ja jetzt 34, oder? Genau, ja. Also ich habe sehr lange gebraucht. Das waren dann wirklich so Steps von diesen Online-Foren weg, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt Richtung Literaturzeitschriften gehen und hatte dann immer so Ziele. Also ich will in diese Zeitschrift und diese Zeitschrift und habe halt immer so lange herumgeschickt, bis sie mich genommen haben. Aber dann war es sozusagen schon so, nicht nur etwas, was dir gefallen hat, weil wenn man so viel Zeit investiert und so, dann muss es ja einem gefallen, sondern du hast dann schon konkrete Ziele gehabt, die hast du jetzt auch erwähnt, oder? Du willst in diese Zeitschrift und so weiter, oder? Genau, ja. Na, das war mal. Ich weiß auch nicht, warum man dann so, irgendwie, man will halt dann auch nicht nur für sich schreiben, sondern es geht schon immer auch um eine Öffentlichkeit und es sind ja keine Tagebucheinträge, sondern wirklich Texte, an denen man lange gearbeitet hat und wo man auch irgendwie ein Publikum dafür möchte. Obwohl, da fallen mir ganz viele Autoren ein, die auch ihre Tagebücher veröffentlicht haben und also, die liegen ihnen ziemlich nahe und finde ich auch gelungen. Also
von Paul Auster oder auch andere ganz ältere Literaturnobelpreisträger, André Schiedz zum Beispiel aus Frankreich. Also wirklich ganz spannend, oder? Auch als Literatur an sich. Aber ich weiß da auch oftmals nicht, ob die das bewusst so geschrieben haben oder ob das wirklich so war, wie sie in ihrem Tagebuch schreiben würden. Ich wollte gerade sagen, ich glaube schon, bei vielen dieser Tagebücher ist es schon dieser Blick schon dabei, publizieren etwas für die Nachwelt zu schaffen, ja, und das dann auch zu publizieren. Weil auch diese, ich glaube nicht, dass die Tagebücher wirklich die Rohfassungen sind, wo nie wieder jemand übergegangen ist, das Erste, was ihnen eingefallen ist, sondern das waren schon sehr bewusst Texte. Und wie war das, also wie fängst du konkret an? Zum Beispiel, du hattest, vielleicht gibst du uns einen Einblick, wie das damals war und wie das jetzt ist. Du hast eine Idee und was machst du dann? Also meistens haben wir Ideen, also ich zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, wenn ich dusche, wenn ich auf der Toilette bin, dann schreibe ich sie auf, wenn ich sie aufschreibe. Und dann gehe ich zu dieser Idee und wie ist es dann bei dir? Du entwickelst sie dann, du investierst dann Zeit, machst sowas wie Stream of Consciousness und später dann überarbeiten, oder wie ist es bei dir? Ja, lustig. Es hat sich wenig geändert an dieser Art und Weise. Also bei mir ist es immer so, ich bin irgendwo, vielleicht auch unter der Dusche oder beim Spazieren, wo auch immer, und dann fällt mir ein Satz ein. Und das ist der erste Satz von damals, war es ein Gedicht, das ich dann in die Foren gestellt habe. Der erste Satz einer Kurzgeschichte oder der erste Satz eines Romans. Und von diesem Satz ausgehend entwickle ich alles weiter. Und ich habe eigentlich nur ein ungefähres Gefühl dafür, wie die Geschichte weitergehen wird. Also ich bin nicht die Planerin, ich weiß eigentlich oft selber nicht, wie mir geschieht mit den Texten, worauf die hinauslaufen. Und manchmal kriegen die eine ganz seltsame Wendung, die ich so nicht beabsichtigt hatte. Es ist auch gerade an dem, woran ich jetzt gerade schreibe, ist es so, dass ich es jetzt noch einmal gelesen habe und erst jetzt so richtig verstanden habe, worum es mir geht. Aber das sind sehr eigenartige Prozesse. Ich habe dann aber auch immer, wenn ich von diesem einen Satz ausgehe, jetzt, ich schreibe jetzt wieder mit der Hand. Früher hatte ich wirklich immer alles am Laptop geschrieben und mittlerweile schreibe ich wieder in einem Notizbuch. Also ich habe da auch, das ist mein Notizbuch, wo ich gerade meinen nächsten Roman schreibe. Und ich habe dann so kleine Szenen und fange an und zwinge mich dann weiterzuschreiben. Und plötzlich kommt dann etwas ganz Wunderbares raus, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ich mir gedacht habe, jetzt schreibe ich schon wieder einen Satz, den ich schon 20 Mal geschrieben habe, aber es wird dann doch eine brauchbare Szene, die ich dann abtippe am Laptop, überarbeite und einfüge in den Rest, den ich schon vorliegen habe. Das heißt, du hast an sich normalerweise keine konkrete Vorstellung oder Geschichte, sondern du schreibst Satz nach Satz, so wie ein bisschen, wie das der Gustave Flaubert gesagt hat, schreiben ist ganz einfach, man muss einfach einen guten Satz schreiben und dann nochmal einen guten Satz schreiben und so weiter, oder wie? Ja, bei mir ist es so, aber das ist nicht bei allen. Ich bin in einem anderen Prozess, aber bei mir ist es tatsächlich von Satz zu Satz und ich habe nur, also bei meinem letzten Roman Jesolo, da war es, ich wusste, ich will eine Geschichte einer jungen Frau schreiben in 10 Monaten und 9 Monate Schwangerschaft. Mehr hatte ich mir jetzt nicht vorgenommen. Es waren eher so ungefähre Gefühle, worauf diese Geschichte hinauslaufen könnte, aber nicht im Detail schon ausformuliert. Und wie kommt dann erst? Wie kamst du auf dieses Thema, eben Jesolo, also auf die Grundidee des Romans, des Buches? Ja, das ist dann wieder ausgelöst. Ich habe gerade im Schwimmbad ein Buch gelesen, wo es um ein Schwimmbad ging oder wo die Leute schwitzend auf einem Handtuch liegen. Und dann hatte ich den ersten Satz. Also es war wirklich so dieser, ich hatte mehrere Ideen für einen Roman, wusste aber nicht, welche Idee ich jetzt angehen werde. Und dann hatte ich diesen Satz und dann, und das war, wir liegen am Strand in Jesolo und dann war alles da. Und das ist ja dann da auch der tatsächliche erste Satz, nicht? Also du bist da... Genau. Und ähnlich war es jetzt mit dem zweiten Roman, an dem ich jetzt gerade schreibe. Da wusste ich, ich will einen Roman schreiben, der auf einer tropischen Insel spielt.
Aber ich weiß noch nicht, wie. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Roman angehen soll und ob das überhaupt trägt vom Stoff für einen ganzen Roman. Und ich hatte eine Kurzgeschichte vorher geschrieben, das war auch bei Jesolo. Es gibt eine Urgeschichte, aus der das Ganze erwachsen ist. Und bei der Insel war es dann so, ich war in einem Zug in Indien, habe gerade ein Buch gelesen und dann wusste ich, wie es geht und hatte den ersten Satz. Wow. Und dieser erste, der erste Satz, natürlich, an dem hast du dann weiter geknüpft, weitergearbeitet, oder? Genau, genau. Und warum dieses, wie hast du gesagt, eine pazifische oder eine karibische? Eine tropische Insel. Tropische, genau. Insel? Warum eine tropische Insel? Ja, das hat mir gut gefallen vom Setting, so eine kleine, ja, irgendwie so eine kleine Welt. Also es ist sehr überschaubar, da gibt es Norden und Süden, da gibt es außenrum das Meer und man kann alles zu Fuß abgehen und das hat mir irgendwie Spaß bereitet auch, da hineinzutauchen in eine ganz andere Welt. Und vor allem auch die ganze Natur, also deswegen auch die tropische Insel, weil mich die Natur sehr begeistert hat nach meinen Reisen in Indien und in Sri Lanka. Ist das so eine Crusade, so Robinson Crusoe-mäßig oder wie? Ja, so ungefähr. Ja, echt jetzt? Ja. Toll, ich liebe diese Literatur. Mit ein bisschen Apokalypse. Ja, das passt eh gut dazu, oder? Zur Covid-19-Krise. Genau, für mich ist die Situation gerade eher inspirierend für den Roman, weil es mir in die Hände spielt, sagen wir so. Ja, wow. Es geht auch viel um Einsamkeit und abgeschottet sein. Und okay, und fühlst du dich einsam oder wie ist es so mit Einsamkeit? Weil ich habe zum Beispiel dieses Covid-19 gehabt, ich wurde krank und ich bin jetzt seit ungefähr 10 Tagen wieder gesund. Mhm. Und viele haben eben dann gesagt, weil ich jetzt seit ungefähr 5 Monaten wieder in Österreich lebe, ach, und keine Familie da habe und so weiter, ach, bist du alleine, einsam und so weiter und fühle mich eigentlich überhaupt nicht einsam, oder? Also eben, wie du sagst, produktiv sein, lesen, schreiben, mhm. was ich, so viel zu tun. Und du hast jetzt Einsamkeit erwähnt. Aber wie ging es dir dann in der Quarantäne, wenn du dann... Also ich war 3 Wochen, also Zwangsquarantäne, also die Polizei ist auch kontrollieren kommen und so. Und habe halt einen täglichen Anruf bekommen vom Doktor, wie es mir geht, Symptome und so weiter. Und in diesen 3 Wochen waren schon arg, würde ich sagen. Also ich habe viel nachgedacht. Ich bin normalerweise jemand, der nicht krank ist. Ich mache 2 Stunden Sport am Tag, ich bin vegan, ich schaue sehr auf die Gesundheit, oder? Und das hat mich dann schon irgendwie, ich hätte es nie gedacht, dass ich Corona, ich habe das verharmlost am Anfang, so Februar, Corona, wie Corona geschmissen und so. Und auf einmal hat es mich erwuschen. Und ja, und es war, also ein Freund von mir hat die Einkäufe gemacht und halt selber kochen müssen und so. Und das war halt schon anstrengend, also als ich Fieber hatte, Körperschmerzen, Kopfschmerzen, Geschmackslosigkeit und so weiter, war das schon hart. Aber so, dass ich mich wirklich so einsam, weil ich glaube, da gibt es Unterschiede, oder? Also zumindest laut meiner Philosophie, wenn ich mit mir selber bin, natürlich muss man da geduldig sein und es hat schon harte Momente gegeben, wo ich auch gesagt habe, oh, wer weiß, ob ich doch zum Krankenhaus muss oder nicht und so, ja, vermeiden wollte. Aber du hast, jetzt zurück zu dir, du hast Einsamkeit erwähnt. Wie ist denn das bei dir? Oder was meinst du jetzt konkret damit? Nein, also es geht im Roman geht es viel um Einsamkeit. Bei mir ist es so, dass die Situation, die jetzt ist, also ich bin in einem sehr privilegierten Status. Ich habe einen, sagen wir, noch halbwegs abgesicherten Job. Kommt darauf an, wie die Buchbranche sich weiterentwickelt. Aber im Moment sieht es so aus, wie wenn ich meinen Job behalten könnte. Ich habe eine Miete, die ich noch zahlen kann. Es geht anderen Leuten viel, viel schlechter, als es, wo ich echt Respekt davor habe und auch Mitgefühl habe und es auch mit großen Sorgen sehe, gerade auch in anderen Ländern, weil in Österreich sind wir besonders privilegiert. In Italien ist das Gesundheitssystem schon viel schlechter wie in Österreich. Und auch die Maßnahmen sind viel strenger in Italien. Die durften jetzt nicht mal spazieren gehen. Ich darf hier rausgehen, ich kann spazieren gehen. Es scheint die Sonne. Also irgendwie bin ich in einem relativ guten Status, aber trotzdem ist es nagt, gerade wo das begonnen hat, hat es auch an mir genagt. Also irgendwie
diese Unsicherheit, wie geht es jetzt weiter? Ich werde so zwangsisoliert, darf meine Freunde nicht mehr treffen, bin allein zu Hause. Also das hat mich schon beunruhigt. Wann kann ich meine Familie wiedersehen? Die leben in Italien alle. Ich glaube nicht, dass die Grenzen so schnell geöffnet werden. Wenn jetzt was wäre mit meiner Großmutter, kann ich dann hinfahren? Also das sind die Dinge, die sich jetzt jeder irgendwie diese Fragen stellt. Aber grundsätzlich ist es eine Situation, die ich bei einem Schreibaufenthalt habe. Ich versuche in einem geschlossenen Raum oder auf einem Landgut oder wo auch immer man dann gerade ist, zu arbeiten, nicht rauszugehen, sich nicht abzulenken, hat keine Sozialkontakte und versucht wirklich konzentriert zu schreiben. Also von der Situation her ist das nichts Neues für mich und ich kann mich extrem vielseitig mit mir selbst beschäftigen, von Lesen bis Kochen bis Schreiben bis Filme. Ich habe 1000 Interessen, also mir wird nicht langweilig zu Hause. Ich kann es auch, also ich finde es ganz angenehm, irgendwie auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, Dinge zu machen, die man schon lange nicht mehr gemacht hat. Also das hat auch ein paar positive Dinge, ist aber nicht für jeden so positiv im Moment, wenn man in einer großen Familie auf kleinem Raum arbeitet, halt wohnen muss oder irgendwie einen gewalttätigen Mann zu Hause hat, schlechte Stimmung zu Hause für die Kinder. Also das ist in manchen Situationen gerade sicher die Hölle. Ja, total einverstanden. Auch selbst wenn du in Italien lebst, es gibt noch schlimmere Länder, also was zum Beispiel jetzt Mexiko. Wenn du einen Tag nicht arbeitest, dann kannst du am nächsten Tag nicht essen. Und das sind genau, ja. Tage in vielen, vielen Ländern, oder? Also wir können immer noch Netflix schauen und quasi das als Urlaub sehen und so, als Besinnungszeit auch. Aber jetzt ein anderes. Genau, deswegen auch, darf ich noch was sagen dazu. Ja, was ich dann halt schwierig finde, ist, wenn dann alle das so abfeiern und sagen, ja, endlich wieder Zeit für uns und endlich wieder stressbefreit. Aber das ist wieder diese Bubble, in der wir uns bewegen, in einem privilegierten Status zu urteilen über eine Situation, über Maßnahmen zu urteilen, wie Leute sich verhalten, ob sie rausgehen oder nicht. Also in Wien gibt es ein großes Denunziantentum schon, wo Leute fotografieren, dass manche spazieren gehen. Aber jeder urteilt immer aus der eigenen Situation heraus. Ich kann nicht sagen, wie geht es jemand mit Angststörungen, jemand, der depressiv ist, jemand, der einen gewalttätigen Mann zu Hause hat und so weiter und so fort. Und in einer kleinen Wohnung ist mit 5 Leuten ist ja dann eh noch gut. Es gibt ja auch Wohnungen, wo vielleicht auch 10 Leute wohnen, wo die Großeltern dort sind, urviele Kinder und so weiter. Also, und in anderen Ländern, wo man nicht einmal fließendes Wasser hat. Also solche Dinge beschäftigen mich dann schon auch und finde ich irgendwie dann auch schwierig, wenn das jetzt so abgefeiert wird in den sozialen Medien. Na, total einverstanden. Du bist ja auch ziemlich normalerweise, also jenseits von der Corona-Krise, normalerweise reist du ja ziemlich viel, habe ich ja irgendwie mitbekommen, oder? Ja. Ich schon sehr für andere Kulturen, für andere Länder, andere Sitten an und so weiter, oder? Du hast Indien erwähnt, du warst auch in Mexiko, habe ich erfahren. Genau, das war meine letzte positive Erinnerung an die Freiheit. Also ich war in Mexiko und in Guatemala für einen Monat. Okay. Warum Mexiko? Warum Guatemala? Und was war denn dein Eindruck? Ach, ich wollte immer schon nach Mexiko, aber frag mich nicht, warum. Das war immer Top 1 auf meiner Reiseliste. Immer Mexiko, Mexiko, Mexiko. Aber mir haben immer alle abgeraten von Mexiko oder Reisepartner, die sich dann nicht getraut haben, mit mir nach Mexiko zu fahren wegen der Kriminalität. Ich hatte jetzt ganz andere Erfahrungen, ist aber auch wieder die Bubble, in der man sich bewegt natürlich. Ich bin als Touristin in Mexiko gewesen und man hat einen winzigen Einblick in eine Kultur und kann überhaupt nicht sagen, wie die Situation sonst ist. Aber ich war total, mich fasziniert auch der Totenkult in Mexiko. Es geht auch in meinem Roman viel um Totenkult und Rituale. Das ist die Sache, die mich fasziniert. Ich habe auch mexikanische Fahnen jetzt gekauft, die hängen in meinem Balkon. Das musst du mir dann zeigen. Musst du uns dann zeigen. Ja, zeige ich euch dann. Und oder vielleicht, ich mache, vielleicht sieht man das jetzt. So, siehst du das? Nein, mexikanische Fahnen? Okay, nein. Danach.
Nein, ja, jedenfalls, was würde ich sagen? Ja, das sind die Dinge, die mich dann faszinieren und warum ich dann in andere Länder gehe. Es ist, ja, ich reise einfach gerne, tauche gerne in neue Kulturen ein und lasse mich irgendwie inspirieren und lasse mir neue Lebenswelten zeigen. Und das ist Hast du schon spannend. Ein bisschen mexikanische Literatur gelesen? Mexikanische Autoren oder noch nicht? Ja, ich bin ein großer, großer Fan von Valeria Luiselli. Also es ist so, so, so großartig. Also es gibt kaum eine andere Autorin, die mich dermaßen fasziniert und beeindruckt hat wie Valeria Luiselli. Ich habe jetzt auch einen, das habe ich jetzt nach Mexiko gelesen, Archiv der verlorenen Kinder ist jetzt ganz neu auf Deutsch erschienen, wo es auch um, wo es um den Grenzübergang Richtung USA geht, wo die also quasi Kinder ohne Erwachsene allein durch die Wüste geschickt werden. Also, und sie hat das so, so unfassbar gut gemacht und konstruiert, eben mit dieser Bubble, quasi ein privilegiertes Künstlerpaar, das mit den Kindern verreist, um diesen Spuren auch der Apachen nachzugehen und auch den verlorenen Kindern nachzugehen. Und dann überschneiden sich diese Wege und sie will auch nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich eine ganz, ganz eindrucksvolle Lektüre gewesen, wie auch dieses Problem näher an einen heranrückt durch diese Verbindung. Also plötzlich hat es auch mit dir selbst zu tun oder eben mit diesem Paar, das da beschreibt. Genau. Wie lange warst du denn auf dieser Reise in Mexiko? Und was hat dich so, welcher Ort war der, der dich am meisten beeindruckt hat? Und warum hast du mich nicht besucht? Warst du dort im Februar? Ja. Wann warst du denn? Im Februar. Diesen Februar? Ja. Ah, vor 2 Monaten warst du noch? Ja. Vor der Corona-Krise, echt? Nein, ich ja, ja. November wieder hier. Schade, ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal 2 Länder auf einer Reise gemacht. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich ganz viel von Mexiko verpasst habe und auch von Guatemala. Dadurch habe ich jetzt halt 2 Länder gesehen, was jetzt auch sehr faszinierend war. Auch Guatemala fand ich irrsinnig spannend. Mich haben diese Vulkane irrsinnig fasziniert, dazu in Guatemala. Dann, aber auch in der Popocatépetl, der ziemlich aktiv war, als wir dort waren. Und wir waren dann auch in Puebla und die Rauchwolke ist sehr, sehr hoch gewesen. Und ich fand es schon, Puebla hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und auch Mexico City mit dieser irrsinnigen Spannweite von kulturellen Veranstaltungen, Theater, Museen, großartige Museen, also das Anthropologische Museum in Mexico City war ganz, ganz toll. Und ja, also mich hat irgendwie, was war noch so faszinierend, ja, Mexico City, das Essen, die Leute, die Stimmung und diese Lebensfröhlichkeit, die Musik überall, also das war sehr schön, hat mich sehr beeindruckt. Hast du auch getanzt? Ja, habe ich auch. Das ist, leider können alle in Lateinamerika, Südamerika so gut tanzen, dass ich mit meinen Tanzkenntnissen immer sehr... Möchtest du uns was vortanzen? Nein, nein, nein. Also man, es ist immer an der Grenze zur Peinlichkeit, wenn die alle so super tanzen und man selber irgendwie so lächerliche Tanzschritte hinkriegt. Aber das Essen hat dir auch geschmeckt, oder? Ja, sehr. Ja, ja. Ja, du musst auf jeden Fall nochmals kommen. Also es gibt so viel zum Sehen. Stell dir vor, ich bin halb Mexikaner, bin dort geboren, habe dort vielleicht insgesamt 7, 8 Jahre meines Lebens dort gelebt. Und ich bin viel rumgereist. Ich kenne alle Bundesstaaten. Und dort ist so viel zum Sehen, immer noch. Und selbst im Anthropologischen Museum oder selbst in den Museen, ja, ja. Das ist der Wahnsinn. Ist fast auch in Österreich auch so. Also Österreich hat ja auch so viel zu bieten, da jedes Land, oder eigentlich? Ja. Ja, Mexiko ist halt besonders groß. Es ist wirklich schwer, das alles zu sehen. Ich wäre total gern nach San Cristobal gefahren, aber das war nicht gute... Oh! Genau, da habe ich von 2017 bis 2018 ein Jahr gelebt in San Cristobal de las Casas, in Chiapas, genau. Und war sehr, sehr schön also. Ich habe auch neben einer indigenen Kommunität gelebt und war 2005, also vor langer, langer Zeit,
bei den Zapatisten. Ich weiß nicht, ob du von Ejército Zapatista, genau. Also das ist auch ganz interessante Begegnungen, die man dort machen kann. Mhm. Ja, muss auch nächstes Mal. Nimmst mich als Reiter. Ja, ich werde sicher nochmal hinfahren. Ja. Was mich schon, also vielleicht was Mexiko noch betrifft, also ich meine, natürlich weiß man viele Dinge, aber wenn man dann vor Ort ist und das sieht, wie da eine riesen Kathedrale gebaut wird mit den Steinen der alten Tempel, das fand ich schon sehr bedrückend. Das hat mich sehr schockiert, ja. Aber ja, man weiß es, aber wenn man dann davor steht, fand ich das schon, ja. Und andere Länder, die du bereist hast, die dich inspiriert haben, weil du bist ja auch eine Marco Polin sozusagen. Also ich reise noch nicht so lange, aber also ich hatte auch kein Geld. Ich hatte wenig Geld während meines Studiums, habe immer gearbeitet während dem Studium, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Also so Fernreisen, die waren überhaupt kein Thema während der Studienzeit. Also ich habe es erst nachher begonnen. Und bei mir ist es so, egal wo ich hinkomme, und ist es noch so ein hässliches Kaff in Deutschland oder in Österreich, ich sehe immer was Positives. Und es gibt immer irgendetwas, das mich dann fasziniert oder eine Begegnung oder irgendwas. Es kann auch ein Vogel im Baum sein, der mich dann beeindruckt in diesem Moment. Also es gibt immer was Schönes. Und ich verstehe auch nicht, wenn jemand von einer Reise zurückkommt und sagt, na, fahr nicht in dieses Land, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also deswegen, ich bin eigentlich immer überschwänglich begeistert von jeder Reise. Und ich war in Ägypten zum Beispiel, in Israel, in Indien und in Sri Lanka zweimal. In Sri Lanka war ich auch auf Schreibaufenthalt, da war ich dann 2 Monate. Sonst halt die europäischen Länder natürlich, aber das waren so die weitesten Reisen. Und Thailand, das war die erste Fernreise. Und Indien hat mich irrsinnig fasziniert und begeistert. Also da habe ich auch meine ganze Inspiration für den nächsten Roman gewonnen. Also, aber das sind dann eher so, man kann das gar nicht so beziffern. Es ist oft die Natur, es ist irgendein... Kurzer Einblick in ein Ritual oder ja, ich weiß, ich kann das gar nicht so genau sagen. Es hat mich einfach, Indien hat mich sehr, sehr begeistert. Wo warst du? Und eben auch diese, und in Sri Lanka halt auch die ganze Natur. Das war dort noch mal mehr, was ich in Indien nicht hatte, weil ich dort von Stadt zu Stadt gereist bin und auch diese Natur dort nicht erlebt habe. Bist du da alleine oder in einer Gruppe oder mit Freunden, Familie? Weil Indien ist ja auch so, weil du erwähntest Mexiko und musst dir vorstellen, dass 1846 Mexiko 52% seines Territoriums verloren hat an die Amerikaner. Ja, ja. Das ist ja noch größer, oder? Also Kalifornien, Texas und so weiter. Und Indien ist ja auch so, man sagt ja nicht umsonst Subkontinent, oder? Also wenn du nach Kerala gehst, ist Rajasthan ganz was anderes. Ja. Ja, da war ich dann, also ich bin immer unterschiedlich gereist, also in Gruppen allein oder halt Strecken allein, also das war sehr unterschiedlich. Es ist auch spannend, wenn man mit unterschiedlichen Leuten reist. Also ich bin zu einer sehr entspannten Reisepartnerin geworden, weil man dann lernt, sich auf alle möglichen Konstellationen einzustellen und bin sehr unkompliziert und mag das auch total gern. Und in Indien war es so, ich habe eine Freundin aus Indien, die ich dann besucht habe in Ahmedabad. Das ist in Gujarat. Ja. Genau. Und die hat mir so viel über Indien erzählt. Und ich fand, eigentlich Indien war für mich ein Reisen durch ihre Geschichten. Von ihr, also von Mythen, Aberglauben, von Verhaltensweisen, Denkarten, Philosophie, ganz viel über Gandhi hat sie erzählt. Also ja, der kommt ja aus Porbandar, in Gujarat, ganz in der Nähe. Also relativ in der Nähe, also kann man dort suchen auch. Genau, ja. Und also das fand ich sehr inspirierend. Ja. Also es geht, die Reisen sind ja auch immer Reisen, also entweder über die Leute oder über das, was man dann macht. Das ist sehr unterschiedlich. In Mexiko hatte ich jetzt keine Person, die ich irgendwie besucht habe, leider. Nächstes Mal besuche ich dann dich, wenn du wieder dort bist. Das ist dann wieder ein ganz anderes Reisen, ja.
Total, total. Du, und kannst du uns schon ein bisschen verraten, um was es geht jetzt bei diesem zweiten Roman? Also du hast so kurz einige Stichwörter erwähnt. Vielleicht weißt du auch ja nicht ganz konkret, in welche Richtung es geht. Aber auf jeden Fall hast du ja schon einige Elemente erwähnt, oder? Natur, eine Insel, also eine tropische Insel. Wie weit bist du denn da schon fortgeschritten? Ist es eher am Anfang noch oder? Nein, ich bin schon eher gegen Ende. Oh. Also es geht eigentlich um eine Frau, die auf einer tropischen Insel lebt, allein und verlassen im Süden, und im Norden gibt es die anderen. Verlassen von wem? Ja, sie ist dort allein und man weiß nicht, wie sie dort hingekommen ist, warum sie da ist. Und was es mit den anderen im Norden auf sich hat. Sie fühlt sich bedroht von den anderen, erwartet deren Angriff, aber der kommt nicht. Also es geht, und Okay. Ist so ein bisschen, ja, Entschuldigung. währenddessen geht die Welt unter. Wow, das ist ja spannend. Und es äußert sich aber darin, dass die Natur, also die Blüten verblassen und die Blätter werden schwarz und zerbröseln zwischen den Fingern und die Tiere sterben nach und nach. Es Auf geht der Insel. alles dem Ende zu. Und das beobachtet sie sozusagen, oder immer? Genau. Aber es geht viel um, sagen wir mal, Macht und Ohnmacht. Es geht um Angst vor dem Fremden. Es geht um, ja, auch um die Schönheit der Natur ganz viel, obwohl ich eigentlich beschreibe, wie sie stirbt, aber darin erkennt man dann wieder die Schönheit der Natur, wenn alles zu Ende geht. Ja, das klingt doch sehr, sehr interessant. Also nicht nur so ein Cocktail aus Crusoe, aus Herr der Fliegen. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst. Dann Ja. die Barbaren von G.M. Coetzee, Literaturnobelpreisträger aus Südafrika. Und ja, so auch so ein bisschen surreal, fiktives. Ja, es ist. Weswegen ich auch Totenkult und Rituale so oft erwähnt habe, es geht bei mir halt jetzt auch viel um Geister und Götter. Natürlich sehr inspiriert durch Indien. Und deswegen finde ich alles in anderen Kulturen, auch vor allem in der indigenen Bevölkerung, die Rituale sehr, sehr spannend. Und oft war es auch so, dass ich was geschrieben habe. Für den Roman, und ich wusste aber eigentlich gar nicht, dass das in der Realität existiert. Und es gibt so viele Völker, die genau das so zelebrieren, wie ich das geschrieben habe, von der Idee. Das fand ich oft spannend, dass dann die Realität und die Fantasie dann wieder Hand in Hand geht und dass man sich durch Schreiben Welten erschreibt, die man selber noch gar nicht kennt, aber dann wieder kennenlernt. Also ich hatte auch Also Szenen, wo ich. materiell nicht kennt, meinst du, oder? Ja, also Weil der Karl May, ich. das ist ja so ein Beispiel, der ist ja nie gereist und hat auch Welten erfunden oder sich geschlossen durch Schreiben. Ja, es ist oft so eine Mischung. Einerseits recherchiere ich Dinge und lasse die dann einfließen in veränderter Form. Und manchmal schreibe ich Dinge, die mir dann in der Realität begegnen. Also auch jetzt ein kleines Beispiel noch. Ich habe eine Szene, wo, ich meine, das ist alles sehr düster natürlich. Da liegen dann die Fischleichen am Meer. Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich bin dann in Sri Lanka am Strand entlang gegangen und da waren zufällig waren Backenknochen von einem großen Fisch und oder einem Wal, ich weiß nicht, was das war, und die Skelette von toten Fischen. Und das war genau die Szenerie, die ich beschrieben hatte vorher. Also so Dinge sind immer wieder spannend. Also du hast es davor geschrieben und dann Ich habe gelesen. es davor geschrieben und nachher gesehen. Okay. Na, das ist ja spannend, oder? Auch logisch. Was sagst du da? Wow, da hast du es geschaffen oder wie? Ja, interessant. Oder vielleicht hast du es auch darum gesehen, weil du schon Ja, genau. Ich denke innerlich schon auch, drin hast. durch das Schreiben verändert sich der Blick auf die Welt. Wahrnehmung, genau. Ja. Ich war zum Beispiel auch, bevor ich diesen Roman geschrieben habe, nicht so interessiert in Natur und in die Tierwelt. Also mich hat das immer fasziniert, aber nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Wow, interessant. Du hast erwähnt, du hast in Wien studiert, gearbeitet. Wie war denn das? Also du bist wahrscheinlich nach dem Abitur aus Südtirol dann in die weite Gruppe. Und irgendwie was zu tun zu haben und körperlich auch zu arbeiten, zu laufen. Also
Das vermisse ich wirklich sehr an meinem derzeitigen Job. Und ja, also das war eine Sache, die habe ich dann nicht geschafft. Also Kellnern in Wien hat irgendwie nicht geklappt. Deswegen habe ich dann im Callcenter begonnen und habe dann den ganzen Tag, also so 6 Stunden, Call out, Call out, Call out, irgendwelche Leute angerufen und versucht, ihnen irgendwas anzudrehen. Oder ich habe auf einer Automesse. Wie? Da steckt doch auch ein Roman. Ja, vielleicht später. Dann habe ich auch so Flyer ausgeteilt auf einer Automesse. Ja, für einen Mobilfunkanbieter neben einem WC im Einkaufszentrum bin ich gestanden und habe den ganzen Tag Leute angesprochen und so. Ja, solche Dinge. Also alles Mögliche. Alles Mögliche. Ich habe auch Schreibarbeiten gemacht. Das war eigentlich das Interessanteste. Ich habe mal bei einem türkischen Übersetzer, also quasi seine Übersetzungen abgetippt. Er hat nämlich Gefängnisbriefe von türkischen Gefangenen auf Deutsch übersetzt. Und ich habe sie dann in eine, sagen wir, besser formulierte Form gebracht. So war irgendwie die Idee. Und einmal habe ich eine Autobiografie abgetippt. Solche Sachen, ja. Einen auch bei Handgeschrieben. diesem türkischen Übersetzer, oder wie? Ja, das war dann wieder ein anderer Job. Wow, das ist ja spannend. Okay. Erinnert mich ein bisschen an einen Roman von Mario Vargas Llosa, peruanischer Autor, Ah, der ja auch in einem Buch erwähnt hat, dass ja auch so diesen Job kalten bzw. Liebesbriefe auch für andere Leute zu schreiben, zum Beispiel. Voll spannend. Und als du übrigens Kafka davor erwähnt hast, es ist interessant, weil Kafka war ja sehr entscheidend für dich, hast du gemeint. Und es gibt noch einen Schriftsteller, den ich sehr mag, Gabriel García Márquez, Gabo. Ja, klar. Für den war das auch so. Also, der hat damals Jura studiert, voll langweilig für ihn, da hat immer nur Romane gelesen. Und dann hat er die Metamorphosis, als Gregor Samsa eines Tages erwachte, fand er sich zu einem riesigen Ungeziefer verwandelt und so. Hat er gelesen und entdeckt und gemeint, wow, das kann Literatur, dann möchte ich Schriftsteller. Und das ist so ein Paradigmen-Shift für in seiner Entwicklung, oder? Das finde ich auch interessant. Du. Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die Kafka als den Autor immer wieder anführen, der sie so maßgeblich beeinflusst hat. Total. Und leider, manchmal auch in der Schule, ist halt auch vielleicht ein bisschen Erziehungskritik, Ja. wenn sie uns zwingen, bestimmte Bücher zu lesen, halt auch so einen Willen. Aber viele meiner Erfahrung nach werden halt verschreckt. Und weil schlussendlich keiner mag etwas lesen, was dir halt so aufgezwungen wird. Oder wir lesen jetzt alle zusammen Ja. Christa Wolf, Cassandra zum Beispiel, haben wir gelesen in der Schule. Und ich habe erst sie viel später für mich entdeckt. Aber viele von meinen Freunden sind halt dann, die lesen heutzutage gar nicht mehr, weil ich komme zum Beispiel eben auch aus einer Arbeiterfamilie. Bei mir hat es schon Bücher gegeben, aber ich habe zum Beispiel ganz, ganz spät zu lesen begonnen. Aber dafür, dann so ab 14, 15, habe ich mir dann alles reingezogen, wahrscheinlich nachgeholt. Und du hast, bei dir hat es nicht viele Bücher gegeben zu Hause. Und das ist ja auch interessant eben, weil normalerweise weiß man, dass in Österreich eben Bildung auch zum Teil vererbt wird, also die Familie, man wird Doktor, der Anwalt, der Sohn auch der Herr Anwalt und so weiter. Und da sind dann schon eher eben die in diesem Bildungsbürgertum sind Bücher präsent, aber bei den Arbeitern ja nicht so. Wie war denn eben dieser Kontakt zu Büchern? War das nur durch die Schule, dass du dann quasi, weil du hast ja schon früh zu lesen begonnen. Wie war das dann? Ja, Wann ich ist das kann es nicht, Stimulus? also es war schon eine Lust zum Lesen da in der Familie, aber halt nicht, wir hatten halt keine riesen Bücherregale, da waren halt vielleicht 10 Bücher da. Aber ich habe dann trotzdem mit dem Lesen begonnen, weil ja schon auch, ich bin in die Bibliothek gegangen. Ich weiß nicht, ob das dann nur ausschließlich jetzt durch die Schule war oder ob meine Mutter zum Beispiel mit mir hingegangen ist. Ich kann mich auch an diese Sachen nicht mehr erinnern. Ich habe halt irgendwann angefangen zu lesen. Und witzigerweise hat meine Familie jetzt sehr viel, also die liest extrem viel mittlerweile. Also Wow. hat total Und das zugenommen ist mit dem sicher dazu Alter. beigetragen, oder? Deine Verwandlung. Nein, nicht, ich weiß es nicht, aber ich habe gemerkt, dass bei vielen, also gerade wenn man einen anstrengenden Beruf hat,
gibt es nicht so viele Zeiten, wo man lesen kann. Das sind einfach auch andere Lebensumstände. Und das mit dem Alter, wenn es auch vielleicht mehr Zeit gibt, die Leute auch wieder mehr lesen. Und mein Großvater hat immer extrem viel gelesen. Also es ist wirklich so typabhängig auch irgendwie in einer Familie. Es ist auch kommt auch gar nicht auf den Beruf unbedingt an, aber es ist natürlich, ich sehe einfach Kinder, die aus diesen gutbürgerlichen Verhältnissen kommen, die wachsen ganz anders auf. Die sind in Wien vor allem, es sind auch andere Möglichkeiten, gehen ins Theater als Kinder, gehen in Museen, haben extrem viele Bücher zu Hause. Das ist ein anderes Aufwachsen mit Kultur. Total. Und wie machst du es jetzt, weil du gemeint hast, du machst, du bist halt beim Arbeiten, du schreibst und so weiter und dir fehlt ein bisschen vielleicht die Bewegung. Betreibst du irgendeinen Sport oder machst du dann deine Gehpausen, deine Laufpausen oder was machst du? Laufen kann ich nicht, weil ich Knieschmerzen habe. Ich würde total gern, aber... Du hast Knieschmerzen? Ein hinniges Knie, ja. Wirklich? Du bist so jung. Das ja, und deswegen fahre ich mit dem Fahrrad. Also ich bin jetzt so 20 Kilometer die Donauinsel entlang geradelt. Ich gehe lange spazieren. Ich habe auch zu Hause Hanteln und ein paar Geräte, mit denen ich Übungen machen kann. Und ja, ich versuche mich ein bisschen zu betätigen, aber normalerweise gehe ich ins Fitnessstudio und das kann ich jetzt nicht. Ich kann das auch nicht wirklich kompensieren. Also ich finde auch nicht, dass das vergleichbar ist jetzt mit dem Fahrradfahren, aber ich versuche mich irgendwie in Bewegung zu halten, freue mich aber schon sehr, wenn das Fitnessstudio wieder aufsperrt. Also bist du regelmäßig dort im Fitnessstudio anzutreffen? Ja, wenn ich regelmäßig hier bin und nicht ständig verreise, dann versuche ich 2 bis 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich sonst nur sitze. Ich sitze im Büro, ich sitze zu Hause, ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer, vor Manuskripten. Man muss sich irgendwie bewegen. Ich habe auch durch das Fitnessstudio weniger Rückenschmerzen zum Beispiel, weil sich einfach durch die Muskulatur auch die Haltung bessert und alles. Also das ist schon wirklich gut, wenn man einen sitzenden Beruf hat. Du und die Knieprobleme, bist du von einem Rikscha-Fahrer angefahren worden oder wie? Nein. Sorry, my dear. Nein, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, vielleicht habe ich mich als Jugendliche zu wenig bewegt oder ich habe es vererbt bekommen von meinem Großvater oder von meinem Vater. Ich weiß nicht, wir haben mehrere, auch meine Mutter hat Knieprobleme, also es ist schon durchaus eine familiäre Sache. Aber also genetisch ja, wahrscheinlich. Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Du, und bist du Einzelkind oder hast du noch Geschwister? Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich bin als Einzelkind, das ist eine komplexe Frage, sagen wir so. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen bis 15, habe dann eine kleine Schwester bekommen, also eine Halbschwester, und ich habe noch einen Halbbruder, mit dem ich nicht zusammengelebt habe. Also ich habe 2 jüngere Geschwister. Der eine ist jetzt 20, der andere ist 18. Und wir sind eigentlich alle 3 irgendwie als Einzelkinder aufgewachsen und irgendwie auch nicht. Wow, also da steht auch noch ein Budenbrocks-Roman. Also Ideen hast du ja viele, glaube ich, oder? Material zum Schreiben fehlt es ja nicht. Also nicht nur von den Reisen, sondern auch biografisch. Ja, und jetzt hat mich total gefreut. Hat. Meine Schwester hat mir gerade geschrieben, ob ich ihr Buchempfehlungen geben kann. Und jetzt freue ich mich schon, ihr eine ganz lange Liste mit Büchern zu schicken, mit allen Büchern, die mich beeindruckt und begeistert haben. Das finde ich schon schön. Hast du diese Liste schon? Ja, ich bin gerade dabei. Also ich habe vorher auf dich gewartet und habe wieder begonnen und habe wieder ein paar Bücher hinzugefügt. Könntest du mir einige Bücher sagen oder uns, die uns zuhören und zuschauen werden, was für Bücher du da empfehlen könntest? Was sind denn da auf dieser... Ich jetzt meiner Schwester empfehlen werde, ja. Kann ich machen. Also ich bin da eben erst am Anfang, aber jetzt von den neueren Büchern, die ich gelesen habe, fand ich Valeria Luiselli einfach großartig, also Archiv der verlorenen Kinder und Die Schwerelosen. Ah, warte, jetzt habe ich was anderes aufgemacht, sorry. So. Das ist auch ins Deutsche übersetzt, oder?
Ja, die sind aufs Deutsche übersetzt und ich habe auch hier noch, ich glaube, es heißt Die Geschichte meiner Zähne. Das habe ich noch nicht gelesen, das werde ich dann als nächstes. Und sie hat auch einen Essayband geschrieben, den habe ich auch noch nicht gelesen. Das soll auch ganz großartig sein. Das wird, kommt jetzt als nächstes dran. Dann habe ich auch von Michael Stavaric Fremdes Licht, aber das ist jetzt auf Spanisch natürlich nicht verfügbar, weil es erst gerade auf Deutsch erschienen ist. Ganz großartig fand ich auch Tommy Orange, das heißt auf Englisch There, There, wo es auch um die indigene Bevölkerung geht. Und also das fand ich wirklich einen sehr eindrucksvollen Roman. Das ist auf Englisch, ich weiß nicht, ob es auf Spanisch vielleicht schon verfügbar ist. Was habe ich noch? Ja, Kafka natürlich. Was? Aber auch Irmgard Kreun, Das kunstzeichnende Mädchen. Ja. Und einen Roman, den ich vor kurzem gelesen habe, den ich auch ganz großartig fand, war Dorothy Baker, Zwei Schwestern. Der heißt auf Englisch Cassandra at the Wedding. Und ja, Aravind Adiga, Der weiße Tiger, ein indischer Schriftsteller. Hat mir auch irrsinnig gefallen und ist auch jetzt ganz aktuell, weil es auch um diese Schere zwischen Armut und Reichtum geht. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und ist irrsinnig spannend und witzig zu lesen und zeigt auch ganz viel von der indischen Kultur. Was habe ich noch? Ja, Was hast du von Kafka dort empfohlen? Allgemein sein Werk oder was? Nein, der Prozess. Aber ich mag auch die Verwandlung, die Strafkolonie. Ja, ich mag alles von Kafka. Es gibt kaum etwas, was ich nicht mag. Brief an den Vater. Brief an den Vater, ja, alles. Die Tagebücher. Ja, auch Bulgakov, Meister und Margarita ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Oder ein Schnitzler, Fräulein Elze, also weil ich jetzt auch meiner Schwester gerade die Klassiker ein wenig unterjubeln möchte. Auch weil du vorher Südafrika, Kotze genannt hast, Schande, fand ich auch ein irrsinnig tolles Buch. Max Frisch, Stiller und Mein Name sei Gantenbein. Da gefällt mir Andorra auch ganz gut. Weiß nicht, ob genau, ja, ja. Und ja, das sind halt so, auch Friederike Mayröcker als österreichische Autorin und ich schütte einen Liebling, das ist ein ganz großartiges Buch. Ja, Wahnsinn, also diese... Oconda Belli hatte ich auch, Die bewohnte Frau heißt es auf Deutsch. Oconda Belli, genau. Mit der habe ich, also ich habe die eingeladen nach Innsbruck, wir haben eine Lesung gemacht, 2013 glaube ich, und die ist gekommen, die ist aus Nicaragua, also ihre Autobiografie ist auch sehr gut, also sie war... Kulturministerin nach der Sandinistischen Revolution 1979, ganz, ganz spannend, genau. Also ich freue mich auch über diese Leseliste, gell? Also wenn man die auch erhalten würde ich sie dir auch schicken. Natürlich, uns allen. Und was ich gleich anschließen wollte, also du liest ziemlich viel, also es ist ja... Jetzt gerade lese ich unheimlich viel, ich liebe es. Wie schaut so dein Tag aus? So die wann stehst du auf, was machst du, wann schreibst du, wann liest du, wann kochst du und was kochst du? Hoffentlich auch einige Tacos. Gestern habe ich Tacos gegessen. Und hast du dich nicht eingeladen? Ja, warte, wie schaut mein Tag aus? Ich beginne damit, also ich habe zum ersten Mal, seit ich in Wien lebe, einen Balkon und das ist die erste Saison mit Balkon. Also verbringe ich den Morgen, wenn es schön ist, auf meinem Balkon mit einem Buch und einem Cappuccino. Und im Moment lese ich Amy Lipchot. Das heißt auf Englisch Out One. Ich lese es auch wieder auf Deutsch. Nachtlichter heißt es. Ein ganz tolles Buch auch, wo es auch um die Entdeckung der Natur geht. Also es geht um eine Frau, die alkoholsüchtig war und versucht, clean zu werden und zieht dann zurück in ihre Heimat in die Orkney Islands, wo es sehr taffe Wetterbedingungen gibt und beschreibt dann auch die Natur, die Vögel, das Meer. Und ich finde das gerade eine ganz, ganz tolle Lektüre, weil es auch viel um das Alleinsein geht und um die Entdeckung des Eigentlichen, irgendwie, um was es eigentlich wirklich geht.
Ja, und dann lese ich, ich versuche zu schreiben, ich arbeite im Homeoffice, ich mache Notizen, ich koche italienische Pasta, Pizza, Südtiroler Knödel, mexikanische Tacos, indische Dal und sri lankisches Curry und ja, ich mache das Beste draus. Also langweilig wird dir nicht, oder? Nein. Bist voll. Manchmal spiele ich sogar Gitarre. Ich habe eine Gitarre und ich spiele ganz schlecht, aber das ist auch eine gute Abwechslung. Und würdest du uns was vorspielen jetzt? Nein, keinen Fall. Nur zum Entspannen, aber das. Weil tanzen wolltest du ja auch nicht. Nein, nein. Ja. Ich bin schüchtern, was diese Dinge betrifft. Du, und derzeit arbeitest du ja in Wien, sagst du, an einem bei einem Verlag oder wie? Genau. Der Verlag heißt Krämeyer und Scherier. Wie heißt er? Krämeyer und Scherier. Okay, und wie ist es dort? Oder wolltest du immer beim Verlag arbeiten? Was hast du denn eigentlich studiert? Vielleicht erzählst du es uns auch kurz. Weil ich habe Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert. Ah, das heißt, du könntest als Lehrerin arbeiten, Geschichte und Deutsch. Oder? Ja, genau. Oh, also. Ich glaube, ich würde dich gerne als Prof sehen. Ja, was ich vorher noch sagen wollte, weil du meintest, wegen den Kindern, dass halt oft wird man halt so zwangsbeglückt mit Kafka und Goethe und ich weiß nicht. Und was ich, also ich hatte eine Lehrerin, die das wirklich geschafft hat, das ein bisschen zu abstrahieren, quasi Literaturunterricht und Leute, die Kinder zu begeistern mit Büchern. Und das fehlt halt oft, dass man. Man könnte mal dann sagen, so, also ich glaube, das hat sich eh geändert und das hängt ja immer am jeweiligen Lehrer und Lehrerin, aber es gibt einfach irrsinnig tolle Kinder- und Jugendbücher, die sie auch mal begeistern. Also zuerst sollte man mal begeistern und dann mit den Klassikern kommen. Und vielleicht auch immer irgendwie die Waage halten. Vielleicht mal ein Goethe kann man ja vielleicht lesen, aber schon auch dafür mal was Spannendes. Dass die Kinder auch begeistert und die Jugendlichen. Ich glaube auch, also bei mir war das, wie gesagt, ich habe bis 14 oder so nicht gelesen, ich kann mich erinnern, mein erstes Referat, das habe ich eigentlich erlogen, weil ich war 10 oder 9 und ich war eher so Sport, also immer nur außen Sport gemacht, Fußball, Skate, was weiß ich, und da lesen, das war doch so langweilig. Und dann habe ich eben so ein Thomas Breziner Buch genommen, ich glaube die Knickerbockerbande oder so, war ich 8 oder 9 oder so und in der Schule haben wir das vorstellen müssen. Na, da war ich glaube ich 9 oder 10 oder so. Und ja, und ich habe dann einfach den Umschlag gelesen und mir eine Geschichte erdacht. Problem war, dass der Prof das Buch gekannt hat und ich dann halt am Ende der Stunde, komm mal her, du hast es erlogen, das stimmt doch gar nicht und so weiter. Was eigentlich ja gut war, weil ich habe ja meine Kreativität ausgelebt sozusagen, oder? Aber ich war eben erst mit 15 und so und dann war ich weiß nicht, ob du die Villa Blanca kennst, es ist so eine Tourismusfachschule in Innsbruck. Nein, ich kenne die. Dann Abitur gemacht und da haben wir so eine super Deutschlehrerin gehabt, die hat so viele Bücher mitgenommen und uns wirklich begeistert, die war ziemlich streng. Wir haben auch eben Goethe, Faust, Urfaust, Faust 2 und so lesen müssen. Aber was ich so heute super finde, aber damals zu der Zeit vielleicht noch nicht so. Also man muss eben, glaube ich, auch diese Verbindung machen, nicht nur begeistern, sondern warum liest du das? Was bringt es dir jetzt? Nicht nur, ich habe jetzt die Klassiker gelesen, vielleicht war zum Beispiel die Leiden des jungen Werther viel interessanter gewesen in der Zeit eben. Liebe, so Verzweiflung, die Suche nach sich selbst. Du weißt, dass das Buch ja viel ausgelöst hat, dass es publiziert wurde, oder? Und ja, also ich glaube, da gibt es schon viel zu tun. Also ich habe Geschichte, zum Beispiel, ich habe ja auch Geschichte studiert, keine Gemeinsamkeit. Und ich habe eine Tourismusschule gemacht. Weil ich habe auch mit Komparatistik wollte ich beginnen. Also Literatur war dann eh für mich das, also Lesen und so weiter. Also mein Vater hat auch einen französischen Verlag, also ist er aus Toulouse. Und genau, könnte ich dir dann eins zeigen von ihm. Und ja, war das für mich auch so cool, super und so. Aber dann das Studium, das war so langweilig. Also ich habe nichts anfangen können. Oder vielleicht zu diesem Zeitpunkt, als ich dort war. Und ich dann gewechselt, Politikwissenschaften, Geschichte.
Eben das habe ich dann abgeschlossen und dann Reisejournalismus in Barcelona und so. Aber es war dann schon immer so dieses Schreiben und dieses Lesen und wahrscheinlich auch mit dir, also bei dir, oder weißt du, wie war es denn bei dir? Weil wenn du mich so, es gibt ja immer diese Fragen bei diesen Interviews, die ich gelesen habe, zum Beispiel bei der Diogenes Zeitschrift. Weiß nicht, ob du die Diogenes Zeitschrift kennst, vom Diogenes Verlag in der Schweiz, Zürich. Und die fragen dann immer die Schriftsteller, ja, welche Bücher würdest du auf eine einsame Insel mit dir mitnehmen? Ja, mit welchem Schriftsteller oder mit welcher Persönlichkeit, sei es aus der Geschichte oder aus der Aktualität, Schriftsteller, Wissenschaftler, Politiker, whatever, würdest du gerne Abendessen? Und ich habe mir dann diese Fragen so gestellt, so selber einfach, mit wem würde ich gerne Zeit verbringen? Und das sind einfach die Schriftsteller doch die interessantesten Personen, finde ich. Also es gibt natürlich schon so Ausnahmen. Gandhi, Nelson Mandela, ich weiß nicht, ob du deren Autobiografien gelesen hast. Finde Nein. ich klasse. Also Mahatma Gandhi, Experiments with Truth, also Experimente mit Wahrheit und The Long Walk to Freedom von Mandela. Und ich war dann auch dort in seiner Zelle und das ist schon beeindruckend und so, oder? Aber allgemein die Schriftsteller, wenn ich an Indien denke, dann Rabindranath Tagore, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war Wahnsinn, also was der alles gemacht hat und ja, der hat eine eigene Universität gegründet, nördlich von Kalkutta in Shantiniketan, die man besuchen kann. Der hat die Nationalhymne Indien, Pakistans und glaube ich auch Bangladesch geschrieben. War der erste Schriftsteller, nicht europäischer Schriftsteller, 1913 den Literaturnobelpreis bekommen. Und ja, ganz, ganz viel, oder? Wie war das bei dir, oder? Wie findest du jetzt so diese klassischen Schriftstellerfragen? Aber eigentlich müsste ich dich fragen, welche drei Bücher würdest du auf einer Insel mitnehmen? Vielleicht auf diese tropische Insel in dem zweiten Roman. Was würdest du mitnehmen? Wie würdest du da leben oder reagieren? Nein, ich bin eigentlich nie genervt von Fragen, weil es kommt ja immer darauf an, was man aus der Antwort macht. Und wenn man jetzt nicht antworten möchte auf diese Frage, dann antwortet man einfach nicht ja, sagt halt das, was man selber gerne dazu sagen möchte. Also deswegen finde ich, es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und ich finde, jede Frage hat auch was Spannendes mit sich, auch wenn ich daran denken muss, ich habe wirklich die Möglichkeit, nur drei Bücher mitzunehmen. Dann glaube ich, müsste ich jetzt halt wahrscheinlich ein halbes Jahr überlegen, auch wenn ich die Zeit hätte, was ich jetzt mitnehmen könnte. Und ich würde da ewig lang an meinem Regal rauf und runter gehen und überlegen, von welchem Buch, nicht das, was ich am liebsten gelesen habe, sondern von welchem Buch ich am längsten zehren könnte. Weil ein spannendes Buch, das keinen Unterboden hat, das würde mich vielleicht kurz irgendwie beschäftigen und ich kann es dann irgendwann auswendig, wenn ich es dauernd wieder lese, aber dann wäre es schon spannend, ein wirklich umfangreiches Werk, wo man immer wieder was Neues entdeckt. Aber da wäre ja da zum Beispiel, wenn wir gleich mit Italien anschließen, Italo Calvino, oder? Der hat einiges Interessantes dazu geschrieben, unter anderem eben dieses Essayband, warum Klassiker lesen. Und der meinte, eines eben dieser Thesen ist eben, aus einem Klassiker, aus einem ganz guten Buch kann man immer was Neues lesen, immer was Neues interpretieren. Genau. Auch mit der Zeit, oder? Vielleicht Also auch die 10 Jahre später. Komödie könnte so ein Buch sein, wo man noch viel und lange Zeit davon zehren könnte. Aber Welches nein. Buch? Die göttliche Komödie von Ah, Dante. ja, da glaube ich, und vor allem, wenn das Original ist, könnte man viel machen, genau. Was wären aber dann die anderen zwei Bücher? Nein, ich habe mich nicht entschieden. Also ich Also weiß du nicht, ob ich die wärst Komödie mitnehmen würde. Aber vielleicht eine Mischung aus einem sehr umfangreichen Werk, vielleicht einem Nachschlagewerk. Ja, müsste man sich überlegen. Und was man auch gerade in der Zeit braucht. Vielleicht habe ich gerade ein Projekt, an dem ich schreibe auf der einsamen Insel. Dann muss ich wieder andere Bücher mitnehmen. Ja. Bist du auch cineastisch interessiert? Film? Ja, sehr. Ja. Ja? Was sind so Highlights oder Filme in letzter Zeit, die dich so beeindruckt haben? Oder es können auch im Zeitalter des Netflix, können ja auch Netflix-Serien sein. Gibt ja auch gutes Material dort. Ja, weil du sagst Serie, ich habe gerade die fantastische Serie geschaut, Unorthodox.
Das wird mal das nächste Buch, das ich jetzt lesen werde. Von mir, genau, das ist ja eine wahre Geschichte. Ja, genau, von Deborah Feldman. Und also ich fand die Serie großartig und bin jetzt schon gespannt auf das Buch. Und das ist ein heißer Tipp. Klasse, oder? Also die Schauspielerin, sie, die... Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Echt gut gespielt, ja. Ja, ja. Aber ich habe auch eine ganz, ganz tolle kolumbianische Serie gesehen. La Frontera Verde. Wie? Nicht Pablo Escobar. Na, La Frontera Verde. Ah, okay, die grüne Grenze, kenne ich nicht. Genau, die ist großartig, ja? Aber die ist nicht so bekannt und so prominent promotet auf Netflix. Weil, aber schauen alle Narcos, also das habe ich noch nicht gesehen. Ja, genau, ja. Eben, das, da wollte ich hinaus, deswegen habe ich gesagt, aber nicht Pablo Escobar, oder? Der Drogenbaron Kolumbiens. Weil wenn wir sagen, ah, was empfiehlst du aus Mexiko, dann sagen alle, ja, Chapo Guzmán, Narcos, Drogenkrieg und so weiter, oder? Es gibt ja viel... Was hältst du von dieser Serie Narcos? Hast du die gesehen? Ja, weißt du, eigentlich habe ich mich zum Teil in der Dissertation, aber vor allem in der Diplomarbeit viel mit diesem Thema, weil du auch erwähnt hast davor, eben die Grenze zu USA, mhm. War dann auch dort und habe dann geforscht, Interviews gemacht und so weiter. Und Drogenkrieg, ich habe Verwandte, Familie... Freunde und so weiter, die ja dann auch gestorben sind, oder? Also es sind ja viele Menschen da gestorben und das ist wirklich tragisch und ich kenne mich, glaube ich, ein bisschen aus in dem Thema, aber Narcos muss ich sagen, obwohl ich sehr kritisch bin mit diesen Serien, aber es ist nicht, also es gibt ja schon einen guten Einblick in die Problematik, in dieses transnationale Phänomen und übrigens auch Chapo Guzmán ist ja jetzt in den USA im Knast, aber ist sozusagen der mächtigste Drogenbaron Mexikos. Und sowas wie Escobar Reloaded, oder? Also die zweite in Mexiko. Und ja, also ist natürlich nie wie die Realität, weil ich war ja jetzt ja auch in Mexiko 3 Jahre, davor in Argentinien. Mhm. Und unter anderem auch aus Sicherheitsgründen und so weiter bin ich wieder aus dem Lande. Und es ist schon, ich verstehe dann nicht, warum Leute Drogen konsumieren. Nicht nur wegen Gesundheit und so, sondern du machst so viel kaputt in diesen Ländern, weißt ja, und allgemein bei vielen internationalen Problemen agieren ja die Leute, ja, das ist eh ganz weit weg, das betrifft mich doch gar nicht. Ach, wenn ich konsumiere, dann verändert es doch ja nichts und so weiter, oder? Und das finde ich, ist, glaube ich, die falsche Einstellung für viele. So. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Oh ja, ja. Ja. Also das, aber was Filme vielleicht noch betrifft, finde ich, Pedro Almodovar ist ein Regisseur, den ich liebe und alle Filme, die ich gesehen habe. Und sonst, ja, ich schaue halt wirklich sehr gerne viele Filme auch. Ich habe dann irgendwann, weil ich halt auch, ich habe bei den Büchern mich irgendwie eingearbeitet und habe dann auch die ganzen Klassiker dann irgendwann aufgeholt und habe dann so einen Sommer lang alles Mögliche geschaut, was ich irgendwie verpasst hatte. Also die Klassiker ja filmmäßig oder meinst du jetzt Film, auch? Ja, Film. Wir sind so ähnlich in dem Sinne. Verzeih mir, aber ich bin auch so, ich hab meine Listen, nicht nur in Büchern, ja, genau. die ich noch sehen muss, die ich und so weiter. Ich schaue jetzt nicht nur, dass ich jetzt eine schöne Zeit habe, sondern auch, wie sind die konstruiert, also dramaturgisch und so weiter. Und was interessant mit den Büchern war, an dem Tag, als ich dann krank wurde mit dem Covid, habe ich vorher noch auf Facebook geschrieben, wer möchte mit mir eine neue Challenge starten? Wir lesen alle Bücher von Shakespeare, jeden Tag ein Buch. Das sind insgesamt so 53 Bücher mit Gedichten und so weiter. Und hat sich natürlich keiner gemeldet und ich habe wirklich auch aufschieben müssen, weil ich bin dann krank geworden, oder? Was ich eh noch machen will. Weil ich habe damals auch mit den Klassikern vorgenommen, dass ich da wirklich, was eigentlich absurd ist, weil es sind so viele Bücher, also Klassiker und jetzt nicht nur die eurozentristischen Werke, sondern auch Afrika, Lateinamerika, gibt es ja so viele. Wenn man sich das vornimmt, aber finde ich klasse, dass du das auch so machst. Ja, ich hatte dann irgendwann eine Liste begonnen mit allen Ländern der Welt und mit den Schriftstellern dieser Länder und ich wollte halt
Mein Ziel wäre, aus jedem Land ein Buch wenigstens zu lesen. Ich bin noch nicht allzu weit gekommen. Ja, das sind schöne Pläne, gell? Weil ich habe mir da auch zum Beispiel dann, aber so lernt man tolle Schriftsteller kennen. Ich kann mich erinnern, ja, den Chingis Aitmatov kennengelernt habe. Mhm. Zum Beispiel Ludmilla, der aus der Mongolei kommt. Und ja, aus Ägypten, aus Ländern, wo du sagst, boah, kenn ich keinen Schriftsteller, oder? Aber da gibt es so viel wirklich. Und auch vielleicht nicht immer Übersetztes, aber man kann dann auch auf Englisch lesen oder auf anderen Sprache, genau. Also wow. Auch so. Und musikmäßig? Ja, ich höre auch viel Musik gerne. Und du spielst ja auch ein bisschen Gitarre, oder? Ja, schlecht, wirklich schlecht. Nein, ich höre, im Moment höre ich eigentlich zu Hause immer Radio Superfly. Den kann man auch online streamen und ich finde, die haben immer total chillige, angenehme, fröhliche Musik. Jetzt habe ich, bevor ich nach Mexiko gefahren bin, habe ich auch viel Spanisch, Mexikanisch, lateinamerikanische Musik gehört, querfeldein. Und höre auch ganz viel Rock, also quasi auch alte Lieder, also die ganzen bekannten David Bowie, Rolling Stones, Beatles, so in dieser Riege. Aber ich habe dann immer so Phasen. Also jetzt gerade höre ich total gern auch das alte Album, aber auch die neuen Singles von Harz Harz. Das ist eine österreichische Band und ein Studienkollege von mir. Und die liebe ich einfach. Die sind ganz, ganz toll. Also die erinnern ein wenig auch an Radiohead. Die mag ich wirklich sehr. Mhm. Und ja, also alle Musikrichtungen eigentlich. Wow. Und was machst du heute noch? Also heute wirst du kochen noch oder? Oder was? Jetzt werde ich noch kochen, ja. Ich bin jetzt eigentlich am Wochenende, habe ich mir vorgenommen, zu schreiben und zu überarbeiten. Ich habe jeden Tag eine To-Do-Liste und dann habe ich diese To-Do-Liste und die schiebe ich dann wieder weiter und weiter und weiter. Und ja, mal schauen, ob ich die To-Do-Liste heute schaffe. Wie ist es bei dir so mit Prokrastination? Gibt es das auch bei dir in deiner Welt oder nicht? Ja, ja. Ah, du auch? Welcome to the club. Okay. Das ist dann, ich setze mich hin und dann denke ich mir, ich muss mal zuerst einen Kaffee holen. Dann gehe ich wieder, mache mal einen Kaffee, dann setze ich mich wieder hin. Ich muss ja das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und ja, es funktioniert eigentlich wirklich, wenn ich mein Notizbuch in die Hand nehme, mich raussetze, weg vom Laptop und dann mir vornehme, diese Szenen zu schreiben. Und der Überarbeitungsprozess ist wieder was anderes, aber ja, das ist halt irgendwie die undankbare und mühsame Arbeit, aber ich bin gerade halt viel im Überarbeitungsmodus, weil ich ja eher gegen Ende bin und bald eine Fassung abgeben möchte. Wie läuft es bei dir, bei dieser Überarbeitung, also in diesem Prozess? Du nimmst das vor, was du geschrieben hast und liest es nochmal laut vor oder wie? Naja, ich habe halt jetzt, dadurch, dass ich wieder handschriftlich schreibe, habe ich halt mehrere Steps. Also ich schreibe halt diese Szene ins Notizbuch, dann tippe ich sie ab, dadurch eh schon ein bisschen überarbeiten. Und dann überarbeite ich noch einmal und noch einmal, dann füge ich es ein in die Szene, wo es passen könnte. Und da gehe ich nochmal drüber und nochmal drüber und nochmal drüber und nochmal drüber, druck's aus und dann gehe ich nochmal drüber und dann nochmal drüber und nochmal drüber und nochmal drüber und nochmal drüber. Das nimmt kein Ende mehr, bis es alles klingt und einen Rhythmus hat und jeder Satz wahrscheinlich 100-mal überarbeitet ist ungefähr. Und die Motivation, die Inspiration, wie ist es da? Bist du jeden Tag so gut gelaunt und du wachst auf und ja, ich darf heute zum 90. Mal diesen Satz überarbeiten, ich freue mich schon? Oder wie? Nein, überhaupt nicht. Na, also ich muss mich schon eher aufraffen zum Schreiben und zum Überarbeiten. Aber dann, wenn ich drin bin, habe ich auch wieder Freude dran. Also ich habe ja auch Lust dran und das ist halt... Es gibt das Zitat, ich glaube, es ist die Doris Lessing, die sagt, ich hasse es zu schreiben, ich liebe es, geschrieben zu haben. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Okay, also das verstehe ich auch beim Laufen oder beim Fitnesscenter oder beim Cross. Ja.
dass man sich danach oder während dem Prozess dann schon gut fühlt. Und auch nicht nur, dass man den inneren Schweinehund überwunden hat, sondern dass man dann wirklich an seinen Träumen, an dem, was man mag, halt auch dran arbeitet. Ja, das ist beim Schreiben irgendwie schwieriger, weil es ist nicht so abzusehen. Also wenn man läuft, dann weiß man, man läuft jetzt eine Stunde, aber beim Schreiben und Überarbeiten, das kann ja auch noch ein Jahr dauern. Oder vielleicht ein Monat, aber je nachdem. Ja. Hm. Das ist schon ein langer Weg. Was würdest du denen, die uns gerade bald zuhören und zuschauen werden, empfehlen, wenn sie schreiben möchten, wenn sie sich dran machen wollen, einen Roman zu schreiben? Würdest du aus deiner Erfahrung her, was würdest du denen empfehlen oder was würdest du denen raten oder nicht anraten oder sagen, Finger weg, lass die Sache? Oder lesen, lesen, lesen. Schon, oder? Ja, das ist das Einzige. Also ich finde, Schreibschulen sind vielleicht, können auch eine Möglichkeit sein, aber das Einzige, die einzige Schule ist Lesen. Und Lesen meinst natürlich ganz aufmerksames Lesen. Und ganz unterschiedlich. Über das Gelesene. Nochmal alle Formen kennenlernt und Themen und Schreibweisen, Stile, dass man da einfach ein bisschen eintaucht in die Möglichkeiten und dann seinen eigenen Stil findet. Hm. Wenn ich dich frage, wer ist denn die Tanja Reich? Was würdest du denn dann antworten? Ich weiß nicht. Wer ist man mit einem Wort? Wie soll man mit sich zwei, beschreiben? Wie du willst. Also Identitäts- ein Mix aus verschiedenen Dingen eigentlich. Aus Erfahrungen, Leidenschaften, Begeisterungen und ich würde mich nicht als Autorin bezeichnen und ich würde mich jetzt auch nicht nur als Lektorin bezeichnen und in erster Linie immer nur Mensch. Mit vielen Interessen. Beim Verlag arbeitest du als Lektorin, oder wie? Genau. Mhm. Und jetzt Mensch, du hast das Menschwort erwähnt. Was ist ein Menschsein für dich? Das sind jetzt philosophische Fragen. Menschsein. Du musst nicht antworten. Ich frage nur. Menschsein, ja. Ja, es ist gar keine so allzu leichte Frage. Mhm. Ich glaube, wichtig ist halt, irgendwie ein Leben zu leben, in dem man einerseits Gutes für sich selber tut, aber auch Gutes für andere und ein rücksichtsvolles Leben führt. Hm. Das ist im Moment, und gerade Corona zeigt das extrem, führen wir im Moment nicht. Also wir als Gesellschaft im Allgemeinen. Man kann dann nur sagen, als Mensch im Einzelnen kann man versuchen, ein rücksichtsvolles Leben zu führen. Hm. Und Begeisterungen und Passionen hast du erwähnt. Also du bist ein Misch aus diesen, ich möchte nicht sagen, wie Fernando Pessoa, diese tausend Stimmen, die wir vereinen. Aber du hast Passionen oder Begeisterungen gemeint. Was begeistert dich denn, Tanja? Mich begeistert vieles. Also mich begeistert ein gutes Essen, eine Reise, ein gutes Musikstück, ein tolles Buch. Ein Film über das Universum, also ich bin ein totaler Fan von allen Filmen, die im Weltall spielen. Also die Natur, ein Vogel, der da vorbeifliegt. Ich denke, die Schönheit ist oft in den kleinen Dingen. Und ich glaube, ich kann mich begeistern fürs Kleine und für den Moment. Und ich suche immer die schönen Dinge und versuche nicht immer nur das Schlechte zu sehen. Vielleicht kann man es so. Ja, das ist eine gute Lebenseinstellung, glaube ich, oder? Weil so leicht alles negativ zu sehen. Ach, dieser verdammte Satz beim 92. Mal. Scheiße, der will nichts. Der funktioniert nicht. Oder wie? Und allgemein, oder wenn man sagt, nein, ich habe jetzt meine To-Do-Liste nicht geschafft am Abend. Ah, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Zum dritten Mal. Am dritten Tag bin ich jetzt wiedergekommen, oder? Es kann schon manchmal so sein, dass man dann ins Negative, in die Negativität abdrückt, ja. Oder? Ja, so bin ich auch. Ich bin ja auch negativ hin und wieder und unzufrieden. Und wie ist denn die negative Tanja, die unzufriedene Tanja? Was sagt sie denn? Also ich will jetzt nicht wieder Psychologe klingen. Erzählen Sie doch mal, wie ist es denn so? Nach diesem Gespräch habe ich alles in meinem Leben offenbart. Ja, das ist doch ein spannendes Gespräch, oder nicht? Das Interview, oder? Vielleicht solltest du dich auch ein zweites Standbein als Therapeut.
Nein, ja, wie eine Katharsis hast du jetzt schon gemacht. Ja. Nein, aber ich bin vielleicht, ich bin schlecht gelaunt, wenn ich nur schreibe zum Beispiel, weil ich unzufrieden bin. Du brauchst eine Balance sozusagen. Also lesen. Das Schreiben frustriert mich meistens. Also wenn ich zu Hause bin den ganzen Tag und es geht nichts weiter, dann bin ich irrsinnig frustriert. Und was machst du dann? Das ist interessant. Ich bin ja schlecht gelaunt, aber dann versuche ich vielleicht, jetzt zum Beispiel mit meiner neuen Wohnung würde ich dann mir einfach einen guten, entweder ich mache mir einen Cappuccino, einen frisch gepressten Fruchtsaft oder einen guten Drink, sowas wie Whisky Sour und setze mich auf den Balkon mit einer Zigarette und genieße den Abend. Und dann setze ich mich wieder hin und mache weiter. Okay. Wo wohnst du denn in Wien? Ungefähr in welchem Bezirk? Ich wohne in der Nähe vom Prater. In der Nähe vom Prater? Ah ja, okay. Ungefähr. Im Riesenrad. Okay. Genau. Zweiten Bezirk, Leopoldstadt heißt das. Leopoldstadt. Ist auch ein schöner Bezirk, oder? Ja, mein Lieblingsbezirk, da wohne ich schon seit 13 Jahren. Und wo gehst du dann spazieren? Da irgendwo einfach raus? Da sind doch auch, in dieser Nähe sind doch auch ganz viele Wohnungen von Robert Musil angefangen bis, das ist ja dort beschriftet in Wien immer. Und ich glaube, kann mich erinnern, vor 3-4 Jahren bin ich vom Prater bis zum Zentrum, bis zur Altstadt gelaufen und die ganzen Schriftstellerwohnungen gesucht. Mhm. Der Schnitzler hat dort gewohnt, an der Praterstraße, genau. Genau, ja. Es wohnen auch immer noch sehr viele Schriftsteller im zweiten Bezirk. Also okay. Zum Beispiel Robert Schindl wohnt im zweiten Bezirk. Ja. Den du auch schon interviewt hast. Ja, ja, den Robert kenne ich ja also persönlich ja auch. Also wir waren vor 4 Jahren, das letzte Mal haben wir uns gesehen, ich war hier im Ausland und da haben wir, ich weiß jetzt nicht, im Hervelka, glaube ich. Hervelka? In diesem Hervelka. Genau, Hervelka, da haben wir uns getroffen auch. Und Hervelka, sagt man so. Ja. Okay. Und da gehst du dann sozusagen auch ein bisschen spazieren? Mit Prater, also es gibt einen sehr langen Abschnitt mit, also das ist die Prater Hauptallee entlang und links und rechts gibt es überall Natur und Seen und Wälder und es ist wirklich eine schöne Strecke und die Donauinsel und Augarten. Oh, sorry. Ja, jetzt ruft schon der Verleger wahrscheinlich für alle, die uns sehen werden und hören werden, dass sie jetzt weitermachen soll, dass sie sich jetzt die Zeit gut einteilen soll und nicht mit uns so lange diskutieren und debattieren soll. Aber wir haben es ja bald. Ich wollte mein Handy vorher ausschalten, aber dann haben wir doch noch kommuniziert über Facebook und dann habe ich es vergessen. Ja, eigentlich hatte ich noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich möchte jetzt nicht deine wertvolle Zeit, nicht, dass du dann am Abend frustriert bist und sagst, ah, ich bin gekommen wegen dem Alejandro. Na, aber dann habe ich heute ja schon viel gemacht, weil wir ja quasi ein Interview geführt haben und so. Genau, ist ja auch produktiv sein, oder? Also genau, und wieder viel interessant nachdenken. Interessant auch für dich. Genau. Ja, weiß nicht, möchtest du noch was sagen, vielleicht was ergänzen, was ich, wir haben ja über fast kein Thema geredet, also. Ja, wir haben über sehr viele Themen gesprochen. Genau, ich finde, es ist dann so interessanter, weil man dich dann ja auch nicht nur als Person, als Schriftstellerin, als Autorin kennenlernt, sondern auch ein bisschen von deiner Vergangenheit, was du machst, wie du so tickst, wie du so arbeitest, auch in deiner Freizeit. Mhm. Und vielleicht, bevor ich das Mikrofon übergebe an dich, vielleicht noch die Frage nach der Zukunft. Wo siehst du dich denn in, nächstes Jahr, in 5 Jahren, in 10 Jahren? Natürlich hängt es meistens nicht nur von einem ab, also ist jetzt meine persönliche Auffassung, aber vielleicht hast du dich da schon Gedanken gemacht, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber was würdest du denn gerne noch machen? Wo willst du denn, welchen Weg willst du denn gehen? Also natürlich wahrscheinlich als Autorin, aber vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen was verraten. Ich habe mir eigentlich nie viel Gedanken gemacht, was ich in 10 Jahren, wo ich in 10 Jahren sein werde oder in 5 Jahren oder in einem Jahr, weil es ist eigentlich nie das eingetroffen, was ich irgendwie gedacht habe. Es ist immer anders gekommen und dass ich jetzt ein Buch veröffentlichen werde, daran hätte ich auch nicht gedacht, wenn du mich gefragt hättest mit 24. Echt? Aber hast du das nicht gedacht oder wie? Nein. Selbstzweifel oder warum?
Da war die Möglichkeit, einen Roman zu schreiben, noch so weit entfernt, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal wirklich angehen könnte. Aber logisch, man wünscht sich das vielleicht, aber ob das dann klappen wird, also wenn du mich dann fragst, wo siehst du dich in 10 Jahren, hätte ich das nicht angeführt. Ich würde auf jeden Fall total gerne nochmal nach Mexiko fahren. Und viel reisen, also. Aber ich habe jetzt, ich habe keine Ziele, ich habe eigentlich alle Ziele schon erreicht. Also, das klingt jetzt absurd, aber ich habe einen Job, den ich liebe, ich habe ein Buch veröffentlicht, ich bin in tolle Länder gereist und ja, es gibt jetzt nichts mehr, was noch offen ist, dass ich unbedingt, also wirklich, es klingt wirklich absurd, aber ich bin eigentlich okay mit allem, was ich gemacht habe. Es gibt jetzt nichts, wenn ich jetzt sterben würde, wo ich mir denke, wow, und das habe ich nicht gemacht und das habe ich nicht gemacht. Das ist eigentlich nicht so, weil ich von allen Dingen, die ich machen wollte, zumindest ansatzweise schon etwas gemacht habe. Deswegen bin ich ganz okay und zufrieden im Moment. Wie ist es? Hast du auch so eine kritische Stimme oder eine Urteilsstimme in dir, wenn du was schreibst, wenn du was schaffst in diesem Kreationsprozess, die manchmal hinderlich sein kann, das ist scheiße, das ist nicht gut genug, ich will es besser machen, aber es klappt nicht, verdammt. Oder wie ist denn es bei dir? Ja, sicher. Also ich habe auch jetzt viel gezweifelt wieder an meinem nächsten Roman und ich brauche dann schon wieder Stimmen von außen, die dann sagen, das macht schon Sinn, alles wie es ist oder da muss noch feilen und das macht noch keinen Sinn oder so Dinge. Aber ich habe natürlich ein extrem, also ich bin sehr streng mit mir selber. Schon, wie manifestiert sich das? Also jetzt nur auf das Schreiben, auf die Qualität oder wie meinst du das? In allen Bereichen. Ich will immer alles so gut wie möglich machen. Also Perfektionistin. ja, schon. Das Dachte ist ich manchmal. mir. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ja. Ich habe halt die Ansprüche, die muss. Deswegen würde ich nie was mit einer Gitarre vorspielen. Erst wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass ich wirklich gut spielen kann, würde ich dir hier quasi in einem Interview was vorspielen. Ich bin kein Fan von halben Sachen. Also das ist Heißt, beruflich so, das ist privat so. das heißt, die Literatur auch keine halbe Sache, sondern voll. Genau. Ja, jein. Also ich denke mir dann auch, wenn mein nächstes Buch nicht funktionieren würde oder wenn ich sage, es funktioniert, ich schaffe keinen guten Roman mehr Ja. oder habe keine Ideen mehr, dann ist das halt. Na, das glaube ich nicht, dass du Dann keine widme ich Idee mich halt anderen Dingen. hast. Okay. Aber Vielleicht, weiß nicht. also das mit den Ideen Das ist ein bezweifle Wunsch. ich. Also wir haben jetzt schon ein bisschen was gequatscht und ich glaube nicht, dass dir da die Ideen ausgehen, aber Nein. okay. Und wenn du als Lektorin arbeitest, auf was schaut denn die Lektorin? Schaust du auch mit diesem kritischen Auge auf deine eigenen Manuskripte? Ja, aber ja, mache ich schon, aber ich kann das nicht. Also einen fremden Text lektorieren ist ganz was anderes wie den eigenen Text. Also ich könnte nie meinen eigenen Text lektorieren. Das geht nicht. Aber als Lektorin, ja, es ist ein sehr genaues Lesen und unterschiedlich. Also jetzt lese ich gerade total viel privat, aber sonst ist es ja nicht ein lustvolles Lesen, sondern man schaut, was alles nicht funktioniert und merkt überall an, wo halt noch Punkte sind, die zu überarbeiten wären oder wo die Geschichte noch nicht funktioniert, unschlüssig ist. Also man richtet den Blick nur auf die Baustellen, sagen wir so vielleicht. Jetzt zurück, bevor ich wirklich das Mikrofon übergebe. Du hast erwähnt, du könntest jetzt sterben, sozusagen. Also du bist doch eine Perfektionistin, du hast Bestimmtes erreicht und du alles, was du sozusagen machen wolltest. Aber jetzt frage ich mich, du bist 34. Oftmals kommt in diesem Alter, ja, du lachst. Ja, was kommt jetzt? Na, sag mal. Ja, also in diesem Alter, also ich kenne das jetzt, ich kann jetzt sagen, das ist wirklich interkulturell überall so. So oftmals
würde ich jetzt nicht unbedingt nur sagen Midlife Crisis, sondern auch oft eben diese Suche nach dem Sinn, aber auch nach Familiengründungen. Also man gründet eine Familie, man will Kinder, man will etwas Seriöseres eingehen, was weiß ich. Das ist oftmals bei vielen, glaube ich, unabhängig, ob Österreich, Italien, Mexiko, Thailand, was weiß ich, ist es oftmals so ein wie sagt man, ein Element, was wichtiger wird. Wie ist es denn hier? Hast du da auch, oder bist du da eher entschlossen und sagst, nein, Literatur ist meine Liebe, mein Weg, da gibt es nichts, vielleicht so ein bisschen so die romantische Variante, so wie in den 20ern, Amadeo Modigliani, Picasso, obwohl Picasso ist da schon eine sehr, sehr große Ausnahme. Aber wie siehst du da durch deine Brille? Nein, also ich denke, also hast Punkt du meine Frage eins, verstanden oder nicht? Ja, nein, aber Punkt, es sind jetzt mehrere Fragen. Genau, aber es sind einige. Ich glaube schon, dass es kann gut sein, dass ich irgendwann in eine Midlife-Crisis komme und alles, was ich jetzt sage, natürlich nicht mehr standhält. Aber ich habe seit einigen Jahren das Gefühl, ich habe abgehackt, was ich abhacken wollte. Also eben gerade beruflich, das ist so ungefähr mein Traumjob, den ich jetzt habe. Und ich habe die Freiheiten, viel zu reisen und auch auf Schreibaufenthalten an meinen Projekten zu schreiben. Und ich habe jetzt eine wirklich tolle Balance gefunden, alles miteinander zu verbinden und habe nicht so viele Dinge, die jetzt offen sind. Ich strebe kein Eigentum an, ich habe keine Kinderplanung jetzt in Aussicht. Und deswegen gibt es jetzt nichts, wo ich jetzt absehbar große Veränderungen in meinem Leben erwarte, sagen wir mal so. Aber die Liebe ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Lebens natürlich. Also nur von der Literatur könnte ich nicht leben. aber eben, ja, Familienplanung, darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Und für mich ist das im Moment kein Thema. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Thema werden wird. Also das sind auch so Dinge, die ich halt früh irgendwie gesehen habe. Ich habe mich mit 14 schon nicht als Mutter gesehen. Und sehe mich auch jetzt nicht als Mutter. Es muss auch nicht jeder diesen Weg gehen. Also das ist ja, jeder kann seine eigene Entscheidung fällen. Genau, das wollte ich jetzt nicht so unbedingt explizit fragen, aber in die Richtung ging das und du hast es echt so schön beantwortet sozusagen. Gell? Aber ich denke, es geht immer darum, ob das jetzt Kinder sind, ob das eine Hochzeit ist oder ob das ein Eigenheim ist oder ob das 30 neue Bücher sind oder ich weiß nicht was. Jeder muss halt selber schauen, was ihn oder sie glücklich macht im Leben. Und ich glaube, darauf kommt es an. Also, dass man so gut es eben geht, ein schönes Leben führt, weil man hat nur eins. Aber ist es denn so einfach zu sagen, was mich glücklich macht, das mache ich? Man muss dann noch oft so eine Balance finden, oder? Es sind ja nicht nur interne Faktoren, sondern auch externe. Natürlich, wenn man einen Job hat für dich, ist es schon. Ich hatte in allem, was ich gemacht habe, riesengroßes Glück, das weiß ich schon. Ich glaube, aber das Glück kann auch in Gärtnern liegen, also dass man irgendwie am Balkon ein neues Plänzchen anpflanzt. Und das habe ich jetzt auch gemacht und ich beobachte jeden Tag, wie alles wächst und so. Also, das Glück kann oft in ganz kleinen Dingen liegen. Also es ist ja auch nicht jeder und jede sucht die Erfüllung im Beruf. Also es ist ja wirklich auch schön, wenn man einfach einen Beruf hat, wo man nach Hause gehen kann und das nicht immer mitschleppt. Also das ist halt in puncto Traumjob ist dann halt auch, dass man ständig gedanklich beim Beruf ist und nie abschalten kann. Das war, wo ich gekellnert habe, schon anders. Das hat mir auch Spaß gemacht. Hat mich auch glücklich gemacht. Es war total witzig, mit den Leuten zu reden und nachher gehst du nach Hause und du musst dir nichts mehr denken. Du gehst einfach am nächsten Tag wieder um 12 in die Arbeit. Dem kann ich auch vieles abgewinnen. Aber ist es dann nicht so bei dir, dass du die Literatur konstant 24 Stunden mit dir trägst? Oder kannst du das schon auch sozusagen deinen Job ablassen und ausschalten und ganz was anderes machen?
Ja, schwierig. Also der Job ist immer mit dabei, aber ich versuche es halt immer mehr zu trennen und auch wirklich Freizeit zu machen. Also nicht zu schreiben, zu korrigieren, zu lesen für Verlag oder für mich selbst, sondern auch mal eben in die Natur zu gehen, Fahrrad zu fahren und solche Dinge abzuschalten. Ist es eine Berufung für dich oder wenn man das so klassisch traditionell sagt, weil oftmals arbeitet man natürlich mehr als diese 8-Stunden-Woche, also vielleicht in deinem Job schon, aber dann diese Schreiben, Recherchieren, Ideen sammeln und so weiter ist dann oftmals viel, viel, viel intensiver, oder? Ja, Berufung finde ich immer ein schwieriges Wort, aber ich glaube, ich hätte auch andere Sachen gemacht, die mir auch Spaß. Also ich habe mich auch als Jugendliche sehr für Grafik interessiert, habe mich dann irgendwie doch nicht durchringen können, die Schule zu wechseln. Aber das ist auch immer noch ein Thema, das mich sehr interessiert. Oder auch Fotografie oder Biologie war tatsächlich auch immer eine. Ich wollte eigentlich Tierärztin werden als Jugendliche oder als Kind eigentlich eher. Aber ich bin immer noch sehr an Natur und an der Tierwelt interessiert. Also das ist auch nicht ein ganz abwegiger Zweig. Also ich glaube, auch da wäre ich glücklich geworden. Es ist dann immer die Frage, wann hätte sich das jetzt irgendwie, wann hat sich das in eine Richtung bewegt, wo man dann jetzt ist eigentlich. Das heißt, wenn du jetzt nicht Autorin sein würdest, würdest du als Kinder, als Tierärztin, verzeih, oder Biologin auf Indonesien oder irgendwo in Afrika. Vielleicht, ja. Ist auch ein schöner Gedanke. Na, schön. Auch Buchmaterial. Genau. Du reist ja jetzt ziemlich viel, weil du kannst ja auch deinen Job eigentlich per Internet erledigen, oder? Du musst ja, Genau. so organisierst du dich sozusagen, oder? Deine Reisen, dass du jetzt mal, was Also weiß ich habe jetzt auch alles im Homeoffice gemacht. Also es ich. war möglich. Ich mu musste nur wegen ein paar kleinen Dingen ins Büro gehen, um was auszudrucken, aber das war auch nicht zwingend notwendig. Also es ist eigentlich alles von der Ferne aus möglich. Was sind denn sozusagen deine nächsten Top 3 Destinations bezüglich Reisen und nächste Bücher, die auf deiner Liste sind, die du sicherlich auch hast, so eine Liste. Du kannst sie auch gerne herzeigen. Also die Bücher, die ich als nächstes lesen werde, hast du jetzt gefragt. Ja, die Deborah Feldman Ah mit ja, dem von Blue Arnold, Orthodox. oder? Ja, das wird mein nächstes Buch. Und dann habe ich noch hier liegen von der Birgit Birnbacher, Ich an meiner Seite. Und Helena Adler, die Infantin. Und was habe ich noch, was ich unbedingt lesen wollte? Ja, eh von der Valeria Luiselli, Die Geschichte meiner Zähne. Von der Irmgard Keun, Kind aller Länder heißt es, genau, das möchte ich noch lesen. Von Thomas Bernhardt, meine Preise. Das ist Ich cool. hab so ein langes, was ich als nächstes noch lesen möchte, da stehen und das wechselt dann auch immer wieder, was ich dann anfange. Könntest du uns noch die Terrasse mit den Fahnen zeigen? Weißt du, ja, jetzt muss ich schauen, ob das klappt, aber. Also wir freuen uns schon über den nächsten Mexiko-Besuch. Ah ja, schau, da sind wir. Super, viva Mexiko! Saludos a todos los que nos están viendo en México. Acá estamos con Tania Reich en Viena, no en México, no en la Ciudad de México. Ja, möchtest du noch was sagen, hinzufügen? Ich glaube, wir haben alles besprochen. Aber ich kann jedem, der sich jetzt in Quarantäne befindet, nur empfehlen, zu lesen, zu lesen, zu lesen und zu lesen, weil das Schöne ist, man kann sich die Welt aussuchen, in der man sich bewegt. Und es auch in Zeiten, die sehr düster sind, tut es gut, mal auszuschalten und in einem Buch einzutauchen. Super. Super Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Tanja Reich. Also es war Ich echt danke dir für das schöne Gespräch. super, hoffe, es hat dir auch. Hoffentlich mal in live. Bitte? Hoffentlich sehen wir uns auch mal in live in Genau, Realität. eventuell in Mexiko oder in Wien Oder in Innsbruck. beim Fitnesstraining, genau. Genau. Kommst du denn nach Innsbruck oder wie? Ja, ich bin immer wieder mal in Innsbruck. Und Das jetzt ist ja auf dem Weg nach ja, Hause quasi.
Nach Hause, genau. Ja, Meran mag ich auch sehr gern, gell? Ich habe auch in Südtirol Freunde. Kann man denn eigentlich jetzt während Corona, darf man ja eh rumreisen, also innerhalb Österreichs, nicht? Also ich bin jetzt tatsächlich überfragt, aus welchen Gründen man, also ich kann jetzt nicht Urlaub machen in Salzburg, das ist nicht möglich. Aber du könntest nach Innsbruck kommen und mit mir ein Daiquiri oder ein Tequila Sunrise trinken, oder? Wird schwierig Ja, werden. nicht, oder? Im Moment leider Okay. schwierig alles. Ja. Wann gehst du denn Ja. deine Eltern besuchen? Ja, weiß ich nicht. Also, Also wenn ich sich's hoffe. beruhigt, oder? Ja, im Moment ist so, eine Ausreise ist nur für familiäre Gründe Und du möglich, hättest? aber nur wenn, ich glaube, nur wenn jemand krank Notfall. ist oder irgendwie solche Dinge. Ja, Aber es okay. ist sehr schwammig gehalten alles und es ändert sich jeden Tag und jetzt wurde auch, wie es eine Grenzöffnung zu Deutschland möglich wäre, dass die Deutschen Urlaub in Österreich machen können. Also ja, wir werden sehen. Wie Super. ist es in Mexiko im Moment? Na, man kann eh auch nicht ausreisen. Aber Ah. in Mexiko ist es halt ein bisschen so, jetzt sind sie ja in Phase 2, kommen bald auf Phase 3. Aber allgemein ist es ja schrecklich, also die Regierung und so, was sie gesagt haben, dass der Präsident ist absurd, meinte, nein, jetzt hat er sich eher ein bisschen geändert. Also jetzt sind das ernst. Aber es ist ein bisschen so wie Trump. Meinte, nee, das kann nur den Reichen passieren, die Armen können nicht angesteckt werden und so weiter. Ist ja echt Ja, krass. verbrecherisch eigentlich, also sehr, sehr traurig, was da passiert. Ja, ich finde, es offenbart im Moment den Regierungsstil, es offenbart den Führungsstil der Unternehmen. Also es gibt Unternehmen, die gerade in der Gastro die Leute am selben Abend noch gekündigt haben. Also es offenbart im Moment sehr vieles und sehr vieles, was nicht funktioniert. Ja, also nochmals vielen Dank. Also wir sehen uns sicherlich bald mal, hoffentlich. Und an alle, die uns hier mitverfolgen werden. Muchas gracias a todos por vernos y por estar escuchándonos. Y de seguro no será la última vez que vamos a hablar con Tania. Les mandamos un saludo desde Austria, desde Innsbruck y desde Viena. Conéctanse acá en Bucacción y les mandamos un saludo. Muchas gracias. Saludos.